Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get In Your Horizon. In der heutigen Folge wollen wir mal wieder Kleinigkeiten machen, denn ich bin schon darauf angesprochen worden, dass es Measure Tapes genötigt oder gebraucht werden. Die wollen wir natürlich bauen und ich habe ein schönes Tool gefunden. Das wollen wir auf jeden Fall auch bauen und das ist einmal der, jetzt werde ich ihn bestimmt nicht mehr finden. Na, wo bist du? Da bist du. Der Circuit Programmer. Und den wollen wir jetzt als allererstes bauen. Dafür brauche ich Soldering Alloy. Ich brauche eine Batterie. Ich brauche ein Good Electronic Circuit. Und ich brauche eine Aluminiumplatte. So, Soldering Alloy ist kein Problem, glaube ich. Soldering Alloy ist kein Problem. Nur finden ist das Problem. Da ist es. Das letzte. So, zwei Stück. So. Und dann, ja. Das Lustige ist, ihr seht gerade, Prophet ist gejoint und jetzt schon die dort unknown command try help for a list of commands. Wenn jemand weiß, warum das dieser Fehler kommt, bitte in die Kommentare schreiben, ich hätte den gerne weg. Oder kann es sein, dass ich durch das Crafting Tweaks, also das da, dass das da dadurch zustande kommt, weil es nicht auf dem Server ist? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wenn jemand von euch eine Idee hat, reinschreiben. Wird erwähnt. Definitiv. Ja. Bin froh, wenn ich so einen Scheiß wegkriege, weil das kommt immer wieder. So, dann brauchen wir jetzt als nächstes noch ein Circuit, eine Aluminiumplatte und Batterien. So, dann machen wir das gleich so. Dann mache ich gleich mal davon etwas mehr. Na, ich mache erst mal ein. Ihr habt es gesehen, dann, falls es dann doch nochmal welche braucht, dann mache ich halt nochmal welche. So, das ist das. Batterien sind drüben. Ich glaube, aber ich habe mittlerweile... Ne, die sind auch leer. Die sind leer. Okay, Small Lithium. So, dann brauche ich jetzt mal einen Wrench. Den muss ich jetzt umstellen. Dass jetzt der da, das da reinballert. Dann brauche ich dich, dich und dich. Ah, und ich brauche ein Plastic Circuit Board. Ha! Ist ja gut, dass ich da welche noch habe. Copperfoil. Wieder vergessen, wie ich das mache. Achso, das ist Polyethylen-Sheet. Habe ich die jetzt da drin? Nein, die habe ich jetzt da drin, denn ich habe meine Rucksäcke umgeräumt. Ich habe mir nämlich gedacht, ich tue jetzt nämlich das, was sinnvoll ist. Was ich immer wieder brauche. Nein, nicht du. Du musst da rein. Kommt nämlich in den, wo ich dann drauf zugreifen kann, ne, mit einer Taste. Da ist jetzt alles drin. Hab mein Crafting-Feld dabei. Wenn alles super ist. So, wir warten mal. So, wir brauchen für den... Ich brauche jetzt noch den Bializer, der wird noch wichtig und ich brauche den Bializer. Der Bializer, dafür brauchen wir einen Carpenter, Molten Redstone. Das ist kein Problem. Sagt er leichtsinnig. Okay. Den Carpenter, wo habe ich den versteckt?
höflich muss man sein. Carpenter. So, Molten Redstone, das heißt Fluid Extractor. Das heißt, ich habe jetzt hier das Zinnkabel drunter, das Achtfache. Dann hätte ich mal gesagt, dann hole ich mir mal schnell eins. Dann kommt das dahin. Dann wird diese Maschine gedreht. Nicken. Haben wir gedreht. Okay. So, dann brauchen wir Molten Redstone. Ich weiß noch nicht wie viel. Na? Ah, okay, ist drin. Wir brauchen 576 Millibuckets. Es müssten 4 Stück sein. Jawohl. So, das haben wir schon mal. Dann brauchen wir jetzt als nächstes Tin Casing, einen LV-Circuit und Diamond-Schrauben. So, LV-Circuit. Kommst da hin. Ich hoffe, dass das auch mit dem geht. Dann brauchen wir Tin Casings. Tin Casing. Tin. Tin Platten. Aber in den Cutter. Das wird jetzt wieder länger brauchen, vermutlich. Ja, okay, geht. So, und jetzt brauche ich noch Eisenschrauben. Diamantschrauben. Habe ich hier sowas rumfliegen? Ja, 2. Verdammt. Diamond Rods haben wir nicht. Ah, aber ich brauche Chipped. Wie kann ich da reinschmeißen? Chipped müsste ich haben. Brauche ich 2. Ab in die Lathe. Ich glaube, ich habe 2 Lathes. Schmeißen wir den anderen drüben rein. Okay. Die 2 Schrauben, die wir haben, holen wir uns gleich. So. Und wir brauchen ja noch einen Monitor, soweit ich das gesehen habe. Genau, ein Display. Und das Display bauen wir mit Polyethylen-Sheets, mit 2 Circuits, mit 2 Eisenschrauben. Pinschrauben, Eisenschrauben. Okay, Eisenschrauben haben wir. Polyethylen-Sheets haben wir auch. Dann brauche ich jetzt noch 2 Circuits, ein Zinnkabel. Ich hoffe, dass ich noch eins habe. Jawohl. Und ich brauche 2 Circuits, Screwdriver. Okay, Computermonitor. Das heißt, ich brauche 4 Aluminiumplatten und eine Glasspane. Weiß es gar nicht. Geht es so? Extruder Shape. Nope. Ah, doch. Machen wir wieder nur zu langsam. Zum Anzeigen. So, dann habe ich schon mal das. Aluminiumplatten habe ich 2. Ich brauche 4. Oder nochmal 4. Mache ich auch gleich.
Dann habe ich gesagt, baue ich noch zwei Circuits. So, und jetzt brauche ich bei dem ganzen Käse einmal Lime, Glowstone, Red und Blau. So. Lapis. Glowstone. Wir gehen dahin, also Glowstone. Lapis. Ne, Lapis kommt dahin, okay. Lime und Rot. Das müsste ich aber haben. Dachte er. Rot habe ich, Lime habe ich nicht. Das heißt, wir gehen mal schnell zur Lagermauer. Ich glaube, ich habe da noch ein paar Farben. So, die nehme ich gleich wieder mit. Lime und Rot. Genau, dann habe ich meinen Computermonitor. Die restlichen Farben räume ich gleich auf. So, und jetzt heißt es ja, ich brauche den Monitor. Da geht's dahin. Ah, genau. Das machen wir gleich da drüben. Okay, also wir haben die Schrauben. Sticks raus, dafür haben wir die Polyethylenplatten. Bronze-Schrauben raus, dafür haben wir das Kabel, Stainless-Steel-Schrauben raus. Dafür kommen die Circuits. Haben wir das auch. So. Und wir haben unseren Monitor. So, dann heißt es jetzt, es müssten eigentlich die beiden Laser fertig sein. Nehme ich jetzt aber drüben rein. Ah, und schon wieder ist es Schmalli da. So, du kommst raus. Und jetzt habe ich die restlichen vier Schrauben. Zwei Schrauben. Okay, das war jetzt dann im Carpenter. Ach so, genau, die Tin Casings brauche ich noch und den Circuit. Die waren jetzt, soweit ich das noch gewusst habe, da. Und die Dinge, ja, waren da. Und das Ding war da. So, habe ich ein Cycling an? Nein. Anmachen. So, jetzt müsste er Strom haben. Jawohl, und er läuft. Also wie gesagt, den Carpenter reiße ich auch gleich wieder ab. Sehr schön. Wir haben einen Bierleiser. Danke. Und auch gleich den Boden wieder dicht. Und den Carpenters wieder reinschmeißen. So, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch Measure Tapes.
Mea Surre, genau. Dafür brauche ich Tape Measure, das heißt, ich brauche jetzt Fine Iron Wire. 8, 16, 24, das heißt 8 Stück. Ein. Kann nicht schon mal laufen. So, was. Achso, ein Circuit Programmer haben wir noch nicht. Den haben wir aber nur noch nicht abgeholt. Der müsste fertig sein. Jawohl. Circuit Programmer. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie der funktioniert. So, Circuit Programmer is a useful tool that will enable you to program integrated circuits without having to deal with 24 different crafting recipes. Put the integrated circuit in it. Ups. Danke. Circuit inside, no. Muss erst rausfinden, wie das funktioniert. Habe ich noch nie gemacht. Kenne ich ja noch nicht. The programmer, circuit programmer is a useful tool that will enable you to program integrated circuit without having to deal with 20. Just charge it. Okay, das heißt, ich muss das Ding erstmal laden. So, machen wir gerade. Ein bisschen schade, dass da nichts dort steht, dass man jetzt das nicht sieht. Also ich sehe es ja unten in der Leiste, aber dass da halt keine Linie dort ist. Ah, okay. Und jetzt ist er geladen und jetzt kann ich ihn aufmachen. Jetzt kann ich den Circuit reinlegen, die Nummer draufklicken. Ist das cool? Ja. Sinnvolles Tool. Auch gleich sinnvoll in meinem Rucksack. Und habe auch gleich ein Circuit drin. Passt. So, der Bierleiser. Der Bierleiser braucht auf jeden Fall jetzt Honig. Ich weiß, dass ich ihn irgendwo hab. Honey. Dum. Brown. Honey Drop. Ha, der da. Gleich hinter mir. So, das heißt, da packen wir das auch rein. So, dann gehen wir mal auf die Seite 2. Da habe ich nämlich meine Meadows. Und meine Forestry habe ich draußen. Kann ich gleich wieder laufen lassen. So, 2. So, das heißt, du kommst da rein, du kommst da rein und ihr zwei kommt raus. So, dann heißt es jetzt. Jetzt haben wir ja hier die Biene, jetzt kommen die da rein. Jetzt habe ich eine Common Meadows. Mit den ganzen Gedöns, was da alles drin ist. Ich habe eine Forest Common. Und ich habe eine Forest Meadows. Okay. Das heißt, die muss ich dann irgendwann versuchen, rein wieder zu kriegen. Das heißt für mich, ich brauche jetzt erstmal eine Box, die ich draußen mit hinstelle. Neben diesen Beehive. Dass mir das sozusagen immer sehen, was drin ist. Und der Bierleiser kommt auch mit dazu, weil mich gibt es ja nicht mehr alleine hier. Ja.
So, die kann mal durchlaufen. Dann haben wir das auf jeden Fall. So, mehr Suche. Das heißt, ich brauche das. Genau, ich brauche gelb. Ja, ich habe aber noch nicht das Fine Tin Wire. Ich brauche aber, glaube ich, auch noch Iron Rods. Die können wir ja vorher machen. So, hau mal rein. Auch wie viele A? Ja, ich glaube, das waren jetzt zu viele E. Muss man warten. Ich glaube, da kommen 4 raus. Genau. So, das heißt 4, 8. 1, 2, 1, 2. Das reicht mir schon mal. Erstmal. So, dann brauche ich jetzt für dich Iron Rods. Genau, das heißt 3, 6, 9 Stück. Dann gehen wir rüber in Extruder. Und hier wieder die Rods durch. Dann freuen sie sich, dass wir jetzt auch Maßbänder haben. Weil eins meiner nächsten Aufgaben wird nämlich sein, ich will ein Restaurant bauen. Ich habe da schon mir schön eine Schematik erstellt. Ist zwar noch nicht das, was ich möchte, aber so ähnlich. So ähnlich. Das machen wir dann. Freuen wir uns wieder. So. Wir haben 10 Stück, 3, 6, 9 brauche ich. Dann brauche ich jetzt 3-mal gelb. Und 24 davon. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Ja, weil ich 3 Stück brauche. Pro Einheit. Okay, also das heißt, ich kann, Gott sei Dank, habe ich noch ein paar. 2, 4, 6. Das heißt, ich brauche aber nochmal ein Eisen. So, weil die anderen wollen ja auch eins. Hoffe ich mal. So, dann haben wir ein Measure Tape. Dann kann ich das jetzt auch gleich und juhu, meine Ding ist voll, mein Rucksack. So, leider kann weg. Leider kann die leider weg. Die kommt jetzt nämlich hier rein wieder. Weil das ist nämlich so ein Zeug, das was ich nicht oft genug brauche. Scaffolds ja, Leiter nein. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall das. Dann haben wir das. Da können wir jetzt auf jeden Fall die Schrauben. Ja, Stainless muss ich erstmal unten hin verpflanzen. Bronze könnte der hier sein. Ja. Okay. Habe ich das? Dann. Ja, braucht der noch. Ja, denn mein Problem ist jetzt natürlich, das ist mal die andere Frage. Glasbottle. Potion Shelf. Okay, das geht noch so wie früher. Halt. Bibliocraft. Was brauche ich denn für diesen schönen Tisch? Vielleicht können wir den nämlich auch machen. Oder vielleicht auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Und zwar, das ist der Scanner, den will ich nicht. Ich brauche die Printing Press. Die kann ich nicht bauen.
Doch, die kann ich bauen. Dafür brauche ich Block of Steel, Saumiumplatten, 2 Stück, ein Blaze Rod. Und dich, ja, brauche ich Sealed Wood Planks. Das ist Chemical Bath. Okay, alles klar. Auf jeden Fall auch was, was wir uns demnächst angucken müssen. So, ich höre den nicht mehr. Das heißt, ich bin durch. Ja, jetzt muss ich noch hoffen, dass ich 6-mal gelb habe. Ja, habe ich. Sehr blöd geguckt. Sein Arm Geld nicht reicht. Gut. So, für mich heißt es halt die Potions. Ich muss da noch ein paar machen, weil ich brauche halt so einen Brewing Stand, weil wir müssen ja Ethanol herstellen. Wir müssen uns ja einen antrinken. Oder die Maschinen müssen sich einen antrinken. Kann man jetzt sehen, wie man will. So, dann haben wir das auf jeden Fall auch weg. Dann brauche ich jetzt als nächstes die Kupferfoil. Genau, das ist ja das, was wir noch haben. So, Plastik Circuit Board. So, und ich brauche für den HV Circuit Assembler. Genau, wir schauen uns jetzt mal schnell an. Was brauchen wir? Wir brauchen Stainless Steel. 8 Stück. Machen wir mal. Ich brauche eine goldene Farbe. Was? Was habe ich gerade gesagt? Bin ich blöd? Ich brauche ein goldenes Garten. Gott. Ja, es ist früh. Voll jung. Ja, wobei, es ist fast schon Mittag. Nur Rolle hinzu. Mist. Ja. Und dann kommst du da rein. Da kommen die Platten jetzt da rein und Item Output aus. Kommst du dahin? Dann. Haben wir den mal geswitcht. Poly rein. Kabel rein. So, wir haben uns ein HV Machine Hall. Und ich brauche jetzt noch auf jeden Fall davon 3. Ich brauche Rods und ich brauche ein Gear. Da bin ich mir sicher. War nicht zu 100%, aber ungefähr. So, Small Gear. Rod müsste schon drin sein. Jetzt mal da rein. Jetzt glaube ich nämlich nicht so extrem, dass sich da die Rezepte verändert haben. Ja, ich muss aber trotzdem nochmal hin. Das ist ja kein Problem, aber ich brauche nochmal, ich brauche Electrum Wire und ich brauche Silver Cable doppelt. Und das muss ich gucken. 9,1. Dann brauche ich hier die 24. Habe ich noch Silberkabel? Ja. Okay, so. Brauche ich nochmal Stainless Steel Rod. Muss ich warten, bis das Ka. Ich weiß gar nicht, muss das überhaupt isoliert sein?
das mal sicherheitshalber nochmal weg. Ich muss mal nochmal gucken. Ja, muss. Gut. Ein Schwitzgericht. Will ja nicht einen Blödsinn machen. So, dann brauchen wir jetzt nochmal Elektrum. Ich habe aber keins mehr da. Wärme rein. Dafür brauche ich vierfach. Item Output da an. Perfekt. Also ich nehme jetzt auch gleich noch ein Goldkabel raus und mache das auch nochmal. Dann habe ich jetzt erstmal zwei. Pile of Diamond Dust, das werde ich zweimal haben. Das ist das zweite Mal. Electrum Wire. Vierfach, vier Stück. Passt. So, dann heißt es, du kommst rein, du kommst rein. Und du kommst rein. Dann gib mir mal bitte den Motor. Ich glaube, der Motor war da. Nee. Pisten. Nein, war da nicht. Okay, Motor ist da. Du bist da. Goldkabel hier. Rods hier. Platten hier. Und sichern. So, Pistenhammer. Weiß zwar nicht, warum, dass ich einen Pisten gebaut habe, aber ich habe mal einen gebaut. Ich glaube, ich... Maserator. Wir brauchen ja den Universal. Genau, ich brauche einen Pisten, ich brauche einen Motor. Okay, ich muss nochmal einen Motor bauen. Müsste eigentlich... Nein, bis auf die Steel-Dinger. Steel, Steel, Steel. Habe ich alles? So, ich brauche aber auf jeden Fall auch dieses Diamond Grid Ding, das heißt Double Steel Plates. Davon brauche ich jetzt 2, 4, 6, 8 Stück. Auch Stahl. Dann heißt es jetzt, ich gucke ja schon mal, ob ich da ein Circuit Nummer 2 habe. Habe ich nicht. Ist aber das wenigste Problem. Aber jetzt habe ich einen. So, da kommen gleich die 8 Stück rein. So, was brauche ich dann noch? Diamond Dust, okay, und einen Diamanten. Das ist alles kein Ding. Das ist Kindergarten. Also das ist das Leichteste. Okay, so. Dann viermal das, dann einen Dia. So, du kommst dahin. Die da kommen dahin. Das kommt in die Ecke und wir haben ein Diamond Grid. Ja, die Circuits werden das Problem sein, vermutlich. Okay, wir schauen noch mal rein. So, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Dann baue ich jetzt noch drei Kabel.
in zwei Circuits. Ja, wir werden sehen, ob wir es noch schaffen. So, Electrum Wire habe ich schon mal das. Wenn ich jetzt noch den Motor hinkriegen. Rods vergessen. Nein. Hast du den Zug geguckt, wie sie gemacht werden? Haben wir aber gedacht, lassen wir mal weg. Brauchen wir bestimmt nicht. So, dann brauche ich noch drei Kabel. So, die drei Kabel kommen dahin, der Motor kommt dahin. So, jetzt fehlen mir eigentlich nur noch die Circuits. So, das heißt, ich brauche Good Circuit. Dann brauche ich SMDs. Ich brauche Annihilated Copper Bolts. Und ich brauche Fine Electrum Wire. Und ich habe nicht geguckt. So, Fine Electrum Wire habe ich. Ich habe wirklich nicht geguckt. Okay, das reicht. So, das heißt Annihilated Copper Bolts. Annihilated. Du bist eigentlich hier, glaube ich, ne? Genau. Dann haben wir uns gleich die Bolts. Lauf mal durch. Ach, mache ich. So schnell warten wir jetzt. 8 Stück. Nochmal 8 Stück, danke. So. Jetzt ist die Frage, dieses Zeug da, was ich gecuttet habe, habe ich das hier oder habe ich das drüben? Einiges habe ich hier. Brauche Random Access Memory und Integrated Logic Circuit. Ja, mal drüben, was sonst muss ich die auch noch machen. Okay. So, dann machen wir die jetzt als nächstes. Das ist jetzt einmal mal da. Integrated Logic Circuit habe ich 22 Stück. Den brauche ich nicht. Aber den Random, den brauche ich. Oh, den brauche ich nicht. Den habe ich auch da. Gut. Dann kommst du auch gleich da rein. So, das heißt, ich brauche da auf jeden Fall schon mal 4 Stück. Ich hoffe, dass ich den SMD brauche. Okay, also. Diesen Transistor werde ich brauchen. Das ist Galliumfolie. Nee. Könnte ich eigentlich machen. Im Assembler. Mit Poly und Funnelated Copper Wire. Gallium. Galliumplatte. Frage, habe ich noch Gallium? So, T. Gallium. So. T. Ja, da drin. Gallium Dust. Ja, das wäre super. Jetzt habe ich dann den Dust gemacht. Jetzt werde ich dann gleich sehen, dass ich den Ingot schon habe. Was habe ich gesagt? So, ich brauchte aber das Fein, ne? Ja, wir warten, bis wir beide haben.
So, Hammer. Maserator. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen unrelated copper wire. Ihr Stück, das ist ein bisschen wenig. War ja natürlich klar. So, wo müssen die rein im Assembler, ne? Ja, in HV-Assembler. 8 Stück brauche ich sogar. So, SMD-Resistoren. Kann ich da lassen. So, unrelated copper. Noch mal rein. Gott, oh Gott, oh Gott. So, das heißt, ich brauche jetzt auch noch ihr Poly. So, da kommst du erstmal weg. Die Diode kommt auch erstmal wieder hier rein. Und du kommst da rein. So, 16. Dann hopen wir mal, ne? So, dann du bist da rein. Polyethylen. Du gehst. Ich brauche die Folie und den Unrelated. Da haben wir auch gleich. Das ist glaube ich, dann aber auch gleich mehrere, ne? Ja, 16 Stück. Das heißt, auf jeden Fall meine Circuits kriege ich. So, und dann kann ich dich auch gleich wieder aufheben. Dankeschön. Ich lasse ich da. Dam. Das war auf jeden Fall das Zeug, was ich noch brauche. Ich brauche auf jeden Fall das Zeug. Dann baue ich auf jeden Fall die da. Fine Electrum Wire und Unrelated Copper Bolts. So. Ich hoffe, dass ich noch einen natürlich nicht. Wäre ja auch ein Wunder, ne? Dann kommt mal die Folie auch gleich hier rein. Ersten 4. Zweiten 4. Der länger gebraucht. Aber wir haben gleich unseren ersten HV-Circuit. Ist das nicht toll? So. Jawohl. Wir haben unseren ersten HV-Circuit. Und wie wir gelernt haben, 8 Stück brauchen wir auch noch. Für die Googles. Oh, wir haben es gleich. Das Schöne ist jetzt halt, ich brauche jetzt dann noch einen MV-Transformer.
Oder beziehungsweise nein, bräuchte ich nicht mal. So, wir haben die zwei. Und ich habe meinen Universal Maserator. Hurra! So, habe ich noch HV-Batterien da? Natürlich nicht. Muss ich gucken. Battery. Nein, wir machen das anders. Wir gehen mal schnell nach unten, weil ich weiß ja, dass wir im Energiehaus 5 HV-Batterien drin haben. Da klaue ich mir jetzt eine. Das heißt, wir müssen die Batterien auch noch aufpumpen, dass wir da mehr kriegen. Ich muss hier auf jeden Fall auch noch ausbauen. Ich muss hier noch höher bauen. Das ist vor allem auch wichtig. Das höher vor allem. Weil wenn ich jetzt dann die kleinen drin habe, den zweiten hier unten, muss ich die zwei oben bauen. Es kann sein, dass ich das dann mal vor mach, aber wir werden sehen. So, aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen Universal Maserator und den stelle ich natürlich in die Nähe von meinen anderen Dingern hin. Hoffen nur, dass das geschnallt wird. Den stelle ich kann ich da nicht draufstellen. Den stelle ich hier hin. Leg die Batterie rein. So, was ist das Teil, was das so toll macht? So, und zwar der Maserator. Also erstens, wir gehen mal schnell hin. Wir nehmen uns mal Gold. Ich nehme jetzt mal 2 Gold. Geht einigermaßen schnell. Es geht sau schnell. So, das kennt er ja. Aber ab jetzt haben wir auch die Chance, dass hier noch was passiert. So, wir machen 5. Stück. Ja, also sozusagen. Jetzt haben wir Pulverization an. Das heißt, ich kann jetzt Kupfer oder Steindust noch rauskriegen. Wobei ich glaube, ich kann nur Kupferdust rauskriegen. So, das haben wir. Das heißt, jetzt in die Ore Washing rein. Müssen wir mal hoffen. Ja, wir haben Purified Gold. So, und das haue ich jetzt wieder hier rein. Und nicht mehr da. Und jetzt hat man halt wieder eine Chance, dass man das rausbekommt. Aber wie gesagt, 10%ige Chance. Es kann natürlich auch sein, dass sie es geändert haben. Dass es halt wirklich erst ab dem Pulverizer geht. Also früher ging es bei HV. Er ist einigermaßen fix und er braucht nicht so viel Strom. Aber ich habe ja mein zweites Fach, also es müsste was rauskommen. Wir werden es irgendwann sehen, ob was passiert. Wenn was passiert, weil Gold brauchen wir jetzt immer wieder, weil jetzt kann ich nämlich sagen, okay, wir fangen jetzt definitiv an, die Erzverarbeitung wieder voll laufen zu lassen. Ne, weil jetzt sind wir ja sozusagen in dem Schritt durch. Und jetzt kommt das Zeug in die Zentrifuge. Und wird da durchlatschen lassen. Ja. Und wundert euch nicht, warum dass ich momentan Marble einstecken habe. Das wird eins der nächsten Dinge sein, die wir brauchen werden. Ja, seht ihr? Man muss einfach mal ein wenig mehr laufen lassen. Aber wir haben 3 Kupferdust bekommen.
Einfach nur, weil wir die Erze haben laufen lassen. Das ist super. Das heißt, wir können jetzt noch mehr Materialien rauskriegen. Wie gesagt, und wenn der nächste kommt, der Pulverizer, dann glaube ich 3 Fächer. Der kann dann auch noch Stone Dust, Marble Dust und den ganzen anderen Scheiß rauskriegen, obwohl ich das ja teilweise als Abfall sehe. Ja, und wie gesagt, die Batterie, ja, muss man es halt immer wieder mal tauschen. Und irgendwann kann ich hier drüben einen Transformer bauen, einen MV und dann den einfach draufstellen. Ist auch kein Problem. So, und weil ich zuschaue, kriege ich nichts. Also schauen wir nicht mehr zu. Ja, ist so. Keine Ahnung. So, aber jetzt können wir das ganze Purified nämlich Zeug nämlich da auch durchblasen. Und wir haben tolle Sachen. Jo. Dann sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ihr seht wieder die Auswahl der Videos. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch noch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Kritik oder sonstige Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.